Servus Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ja, ich bin draußen im Wald, nicht alleine, und zwar ist der Sven Dix dabei. Und vielleicht kennt der ein oder andere den Sven vom Instagram. Ist nämlich ganz interessant, was er macht. Er macht also Buschkraft mit Naturmaterialien. Super Sache. Und ja, wer das nicht kennt, der müsste auf jeden Fall dranbleiben, weil der Sven, der zeigt uns jetzt ein bisschen was darüber. Wir werden darüber quatschen und vielleicht das ein oder andere kennenlernen. Bleibt auf jeden Fall dran, wird spannend. So, also schön, dass ihr noch dran geblieben seid. Dann habt ihr auch Interesse. Das ist der Sven Dix. Servus. Das ist der gute Mann, der quasi mit Naturmaterialien rausgeht. Ja, und die Frage stellt sich jetzt, Sven, vielleicht kannst du unseren Leuten mal hier bei YouTube erklären, was genau das ausmacht, dieses Naturmaterial. Wie kann man sich das vorstellen? Und zwar, das handelt überwiegend eben um Baumwolle oder Lodensachen, gewachste Baumwolle eben. Oder eben, ja, wie so dieser Rucksack zum Beispiel, das ist ein gewachster Baumwollstoff. Und die Träger sind dann eben aus, wie sieht man es, aus Leder, Messingbeschläge, so eben, ja, alles was von ja, was natürlich halt ist. Ja, wird gerade nebenbei so von den Mücken aufgefressen. Aha, okay. Wachs ist ja auch drauf, damit das Wasser abweisend bleibt, oder? Ja, genau. Das ist, dient auch zur Impregnierung mit. Sag mal, ist das nicht schwer, das Zeug irgendwie? Ja. Ja, also du bist definitiv, wenn du so rausgehst, schwerer unterwegs. Das heißt, wenn du jetzt, du hast auch Tarp, oder? Jawohl. Tarp dabei, ist alles gewachst? Jawohl, alles. Gut, die Lodenmatte nicht, ist klar. Nee. Mit dem Wachs und dem Drum und Dran, was schleppst du da, wenn du übernachten gehst? Ein Kilo, so wie ich jetzt heute unterwegs bin, mit allen, mit Axt und allen, 26 Kilo. Also ist auf jeden Fall eine Ansage. Da musst du fit sein. So eine Bergtour oder sowas kann ich mir jetzt eher nicht vorstellen. Nein. Okay. Wie bist du jetzt auf das Ganze gekommen? Also was treibt dich an, in diese Richtung überhaupt zu gehen? Weil du siehst ja die anderen Leute, Bushcrafter, die haben also Tasmanian Tiger, Ebelstock, und das ist auch schwer, robust. Aber das ist halt komplett was anderes. Wo ist denn da deine Motivation? Motivation, das war im Prinzip, mir gefiel es einfach nicht mehr rauszugehen, wie die Mehrheit einfach. Ich wollte für mich irgendwie was haben, was mich als Person, so meine Art so ein bisschen ausdrückt eben. Und da war ich dann eben auf der Suche, was es noch gibt. Und dabei bin ich eben auf skandinavische YouTube-Kanäle gestoßen. Also sprich Schweden, Norwegen, Dänemark, und habe eben gesehen, dass die, viele von denen sind in dieser Art und Weise unterwegs mit Naturmaterialien, sprich mit gewachsener Baumwolle, mit Loden und dergleichen. Und das war eigentlich dann genau das, wo ich gesagt habe, ja, genau das ist das, was es für mich ausmacht. Und deswegen habe ich mich dann auf die Suche gemacht und angefangen, meine Ausrüstung dementsprechend umzustellen. Ist das dann auch ein anderes Gefühl, wenn du da draußen bist mit den Sachen? Ist das uriger, trappermäßig? Ja, genau. Genau, das gibt der ganzen Sache einfach ein, alleine der Look schon, wenn du sagst, du hängst da jetzt so ein, ob ich jetzt hergehe und nehme so ein DD-Tarp in irgendeinem Camo oder in was weiß ich, in Olivgrün oder Schwarz. Oder ob ich sage, ich hänge da jetzt eben so ein gewachstes Bambultarp eben auf. Das ist, okay. Ja. Was hast du damit quasi meinst, das ist jetzt hier so die Standardausrüstung, ist halt Nylon, wasserabweisend, kennt jeder, ist so ein wasserfester Packsack, da habe ich immer mein Essen drin zum Beispiel. Genau. Und ja, wie sieht dann bei dir sowas aus? Das ist zum Beispiel meine EDC Roll. Und die ist aus einem Material, das nennt sich Ölskin, das ist praktisch Baumwolle, die in einem Ölwachsgemisch drin gebadet worden ist. Okay. Das heißt, das ist auch, also das ist jetzt robust, wasserabweisend auch ein bisschen, oder? Ja. Durch das Öl, oder? Ja. Vielleicht mal kurz hier zeigen, wie das ausschaut, so ein EDC. Richtig, richtig schön.
So kann man auch aufhängen und ja, es ist halt universell. Hast du das jetzt selber gebaut oder selber gemacht, das Ding? Nein, selber nicht. Okay. Ein Freund von mir, ja, der macht diese Dinge, der stellt die her, mhm, und über den habe ich das bezogen. Der hat das für mich gemacht. Den Freund, den kenne ich natürlich. Und wenn wir Glück haben, können wir mit ihm auch nochmal ein Interview machen. Dann wird er viel erzählen, interessante Sachen. Macht tolle Sachen auch. Und ja, ich selber habe sowas auch bestellt. Sven, du hast ja schon erwähnt, du hast es ausgetauscht quasi. Mhm. Deine alten Sachen, du hast ja auch ganz normale Wanderrucksäcke gehabt und ganz normale Tarp, Schlafsäcke und so weiter. Was hast du mit denen gemacht? Verkauft. Ich habe bewusst meine ganze Ausrüstung auf einer Verkaufsplattform angeboten, mhm, und habe eben komplett alles, was ich hatte, sprich Rucksäcke, Tarp, Biwaksäcke, alles, was ich hatte, verkauft. Komplett? Komplett. Nichts übrig geblieben. Und das ist so schon so ein eigener Lebensstil, oder? Genau, genau. Das ist eine komplette Philosophie einfach. Das ist, ja, mhm, weil das Rausgehen, das Walden oder das Bushcraften ist für mich einfach mittlerweile viel mehr als wie nur ein Hobby. Mhm. Als Hobby fängt es an, aber irgendwann wird es zu einer Lebenseinstellung, finde ich. Das ist naja, bei mir ist es auch so. Also es hat sich ja nichts verändert. Ich gehe gerne raus und mag die Natur sehr. Aber jetzt auf mehr Gewicht, ich bin ja von dem ganzen Gewicht runter. Also ich bin ja extra ganz bewusst eben von Militärrucksäcken runter und ja, so leicht wie es halt geht, um auch eben im Bergen, Bayerischer Wald und so weiter eben gut zu Fuß zu sein. Das muss schon eine Umstellung sein, auf jeden Fall. Also Respekt von dem her. Back to the roots halt eben, gell? Ja. Ja, du hast ja eine Lodendecke. Wie ist das denn jetzt? Kann die nass werden? Ist die dann schwerer? Also geht das Wasser dann durch? Wie ist das? Loden ist ein Naturmaterial, was eine gewisse Zeit eben Wasser, wie sagt man, unbeständig ist. Beständig, ja. Und ja, ich meine, bei Dauerregen irgendwann kommt es durch, natürlich. Schon, oder? Aber es saugt sich auch voll. Also es ist wie irgendwann, ja, ein bisschen wie Baumwolle wahrscheinlich. Wird ja, dann genau, einfach doppelt so schwer. Genau. Wenn du Pech hast, dreifach so schwer, je nachdem. Damit musst du bei den Materialien rechnen. Eine gewisse Zeit lang Holz. Ja. Aber irgendwann kommt's. Bin ja mal sehr gespannt, wie du heute hier übernachtest. Also das ist jetzt dieses Tarp. Ist aus Öskin-Material. Und das werde ich jetzt dann mal aufbauen. Tja, bei mir ist es halt nicht Naturmaterial. Ich habe mein Verino Light Tent dabei. Und sagen wir mal, sehr großzügig mit einem Wetterschutz eigentlich. Mehr als man braucht. Und mein 2x3 Meter Tarp. Ist halt alles Nylon. Ne? Ist halt. Aber so ist es bei mir und so wird es auch bleiben. Zumindest die nächste Zeit. Und Sven, der ist schon ordentlich beim Aufbauen von seinem Tarp. Das schauen wir uns dann mal an. So, jetzt ist alles aufgebaut. Wenn ihr mal schauen wollt, das ist jetzt eben das Öskin-Tarp. Dann haben wir einen Baumwoll-Biwaksack. Dann die Lodendecke und die Loden-Isomatte. Und so sieht das Ganze dann bei mir aus. So, cool. Und das ist jetzt nicht alles Naturmaterial, oder? Jetzt kommen wir unter uns. Das ist doch kein Naturmaterial. Nein. Also wenn jemand umsteigen will, sagt, okay, ich möchte das auch machen. Wie fängt man da an? Was würdest du den Leuten empfehlen, den Anfängern, mit was man da so Stück für Stück anfängt? Am besten mit was Kleinem, so habe ich auch gemacht. So das Erste, was ich eigentlich ausgetauscht hatte, war mein Biwaksack. Wo ich dann gesagt habe, ich habe ziemlich gerne den niederländischen Biwaksack verwendet, mit dem Gestänge, ja, mit dem Bogen. Stimmt. Und das war so das Erste, wo ich gesagt habe, okay, ich fange einfach mit was Kleinem erstmal an und schau, liegt mir das. So erstmal so der Biwaksack, dann kam eine Decke dazu, in meinem Fall jetzt hier diese Lodendecke eben. Erstmal mit Kleinigkeiten, dass man mal sieht, liegt mir das überhaupt. Der Rucksack wird schwerer, es ist alles ein bisschen anders. Was wiegt jetzt so eine Lodendecke? Diese Lodendecke circa 1,3 Kilo. Die ist auch im Winter warm, oder? Ja, ja. Und sie ist feuerbeständig, das muss man natürlich auch dazu sagen. Ja, stimmt. Also genau. Wenn jetzt da eine Glut drauf fällt, ist jetzt nicht so schlimm, ne? Nee, zu einem gewissen Teil halt Loden das aus.
Gut. Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall mal für den Einblick. Hast du sonst noch irgendwie einen Tipp, eine Idee oder sowas, was das Thema betrifft? Also ein Tipp, wer sich für Naturmaterialien oder fürs Rausgehen eben interessiert, sollte es einfach mal wirklich ausprobieren. Wirklich was Kleinem. Also meinst du jetzt komplett anfangen mit rausgehen oder jetzt nur auf das bezogen? Komplett rausgehen. Wenn sowas gefällt oder ja, einfach mal ausprobieren, machen. Also ich habe auch mit gebrauchter Ausrüstung angefangen. Ich hatte sogar eine löchrige Unterlegematte und so, um einfach zu sehen. Na gut, ich kannte das ja, Camping kennt jeder, hat jeder schon mal gemacht. Aber es ist halt doch ein Riesenunterschied, im Wald zu schlafen oder Camping zu machen. Auf jeden Fall habe ich da auch mit gebrauchten, günstigen Sachen angefangen. Wascher zum Beispiel für 10 Euro und so weiter. Das ist ja gar nicht das Thema. Aber das sagst du eben auch, ne, dass man komplett einsteigen, ausprobieren sollte man auf jeden Fall nicht gleich neu und das Beste. Nein, auf keinen Fall. Und auch dieser Umstieg eben, wo man sagt, gleich auf Naturmaterialien. Das ist dann schon der Second Level, oder? Ja, ich würde sagen, ja. Schon, ja. Ja. Ja, genau. Naja, genau. Es gibt viele Leute, die gehen für eine Tageswanderung eben mal groß einkaufen in teuren Firmen. Das Beste vom Besten. Genau. Oh, ich brauche das und das. Und dann sehen sie, dass es eh scheiße war. Genau. Das Geld umsonst in den Sand gesetzt. Genau. Ich hoffe, euch hat das kleine Interview gefallen. Und ja, dann sehen wir uns bei mir auf dem Kanal irgendwann mal wieder draußen, wenn es spannend wird. Danke für das Gespräch. Gerne. Ansonsten. Bis dann, Leute. Viel Spaß beim Rausgehen. Macht es gut. Servus. Ciao. Ach so. Ja, scheiße, das Ding ist um dich. Ja. Ach, Mann. Das ist Na ja, gut, wenn es richtig kacke wäre, dann würde ich auch unter meinen Paar verschwinden irgendwann.